Schaut so aus. Na, lieber Hagrid. Schau mal an, was ich hier geschafft habe, ne? Gut gemacht, Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt. Du hast. Auch. Oh, er hat ich gesagt. Die Bildkarte für dich ist aus meiner eigenen Sammlung. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Erstmal nehme ich hier diese krasse Bildkarte. Der sieht ein bisschen gewieft aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mal anschauen, wer das ist. Aha. Salazar Slytherin. Mittelalter. Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. So viel zum Thema gewieft. Das ist einfach mal der mieseste, ne? Ich komm die Stufen nicht hoch, Hagrid. Wirf sie ins Feuer. Sehr bewegender Augenblick, Freunde. Hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Ist er nicht wunderhübsch? Süß. Norbert nennen. Ist ein norwegischer Stachelbuckel. Das ist zum Anbeißen, Hagrid. Oh, eine fliegende Flöte ist da. Hä? Was macht ihr? Bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Was war denn das für eine komische Geste und was sollte die Flöte? War das jetzt meine Belohnung oder? Na egal. Weiter geht's, Freunde. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Slytherin. Ja, Harry ohne Besen dabei, ne? Muss halt ein bisschen mehr laufen. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Jeder spielt mit dem Quaffel und versuchen ihn durch die Ringe zu... Quaffel, du Bauer! Alles klar. Na, ab und zu ein bisschen Freestyle-Beatboxen, das mag der Lee Jordan, MCB Lee Jordan. Sehr gerne. Das stimmt so nicht ganz, aber okay. Okay, wo war nochmal beschleunigen? Oh. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ah ja, oh, ich hab's. Junge, hör auf zu beatboxen. Es reicht jetzt. Ach, scheiße. Halt's Maul. Was ist denn das hier? Was habt ihr ihnen zu essen gegeben? Ja, seht euch Potter an, was er für eine Scheiße baut, Junge. Der Lee Jordan, der bringt mich einfach aus dem Konzept. Das ist, komm jetzt hier. Gib ihm. Ach. Zack. Ach, Leertaste. Ich dachte... Oh, der Typ einfach... Ganz ehrlich, er verwirrt mich so. Das war dumm, Griffin. Potter jetzt kurz da. Oh, und ich komme mit der Steuerung nicht klar, weil... Versteht ihr, wenn man nach oben drückt, fliegt er auch nach oben. Alter, was willst du, Kanacke? Könnt ihr mal diesem Lee Jordan die Backen halten? Ich meine, könnt ihr ihm mal das Maul stopfen? Oh. So, jetzt aber hier. Junge, der fängt den noch. Wo fliegst du denn lang, du dummes Teil? Ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Ich weiß. Jetzt fliege ich an ihm vorbei. Was ist denn da los, Mann? So, jetzt hier. Gib. Oh, nach unten.
Ich produziere so die Scheiße. Halt's Maul, Lee. Bitte. Zack. So geht das. Danke. Ja. Geschah, genau. Ah, der Typ kann nerven. Ja. Demnächst auch auf 89.0 RTL. Ihr findet seine freien, komplett GEMA-freien Beats auch auf www.leejordanbeatsforyou.com. Gewann das Quidditch-Spiel. Ach echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Mensch. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Danke. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Harry. Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör's dir selbst an. Achso, ihr wollt also auch einen sehr grausamen Tode sterben. Okay. Ach, der Ron, der will auch wieder was von mir. Ich will aber erstmal hier speichern. Ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Ron, was geht? Ich habe gerade gelesen, dass bei Gringotts der Zaubererbug eingebrochen wurde. Ich würde zu doch nicht, Ron. Wissen, wer das war. Hallo, Harry. Hi. Du hast ja wirklich eine blitzförmige Narbe auf deiner Stirn. Nee, ich verarsche mal. Ich erzähle das immer nur, weil ich voll ADS habe. Aber richtig. So. Wo muss ich... Ah ja, dritter Stock. Den Spiel haben sie abgehangen, ne? Schade. Ich würde jetzt wirklich mal gern speichern. Hm. Hier ist anscheinend jetzt alles... Hier war ich ja überall schon. Ach, und hier geht jetzt auf einmal eine Treppe hoch. Alles klar. Alles klar, was ein sagst schöner du? Tag, nicht wahr? Ah, willst du ein Date? Harry Potter ist ein richtiger Stecher, Freunde. Bitte hör auf damit. Bitte hör auf damit. Ah, ihr habt die gleiche Stimme. Alles klar. Alles klar. Wo geht's hier lang? Hm. Naja, dann schauen wir mal, was es im dritten Stock zu suchen gibt. Zu finden, wohl eher. Angeblich irgendwas mit Tod, aber mal sehen. Ja, dann lasst es mich halt nicht... Oh. Oh, 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 oh. Meine Bros, Junge. Ist das Draco? Naja, machen wir erstmal ein paar Vasen kaputt, weil Hogwarts ist einfach mal richtig scheiße. Mag einfach niemand. Ja, lieg halt dahinter. Junge, vor mir kann sich keine Bohne verbergen. Wo geht's hier lang? Ich folge mal den FNG noch nicht. Oder doch? Oh Junge, hier gibt's so viel zu entdecken, aber... Eigentlich will ich jetzt erstmal... Okay, wir gehen erstmal zu FNG. Alles eins nach dem anderen. Aus dem Weg. Das war jetzt rechts, glaube ich. Wenn ich mich... Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir nochmal ein paar Vasen kaputt machen. Lass deinen Frust freien Lauf, Harry. Ist nicht schlimm, wenn du ADS hast. Ah, die Bohne ist weg. Alles klar. Oh, wer will denn... Ah, eine Truhe. Sorry, Leute. 4 Stück. Oh, 313. Meine Fresse. Danke. Was geht denn hier? Jungs, wo steckt ihr? Oh, das sind meine Bros, Freunde. Hey, hast du 25 Bohnen gesammelt? Nee, ich habe nur 300. Als ob, ey. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Wir brauchen sie für einen kleinen Streich, den wir den Slytherins spielen wollen. Nice! Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ah, bestes, ey. So, wer ist das? Oho. Ei, wer ist das denn? Der gute Bertie Bott. Geboren 1935. Erfinder der Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Nice. So sieht er aus, ey. Viel zu viele gefressen. So. Das sind doch bestimmt Geheimgänge. Könnte mir... Wie jetzt? Hier. Springen, Harry. Ach, da schaffst du es nicht hoch. Ja, ich weiß es.
Das ist ein bisschen zu hoch, aber Hauptsache, du kannst 20 Meter tief springen, ohne dich zu verletzen. Alles andere ist auch egal. Na. Ja. Flipendo, Junge. Alter. Dieses Spiel, Freunde. Es ist so geil. Ich sollte echt aufhören mit dem Springen. Öffne dich. Schokofrosch. Oh, ich habe verdammt wenig Leben. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß gar nicht. Naja, gehen wir erstmal wieder raus. Gehen wir mal hier lang. Links. Da kann ich speichern. Gut. Ja, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Liken, teilen, abonnieren. Ornanieren am besten nicht. Aber vielleicht eurer Mutter zeigen. Oder eurem Papa oder eurem Opa oder was weiß ich. Eurem Hund. Es ist mir egal. Habt ihr verstanden? Zeigt es einfach irgendwem. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.